Hi, ich bin Philipp von audiophil.coach und in diesem Video zeige ich dir, wie du einen richtig fetten Rock-Bass-Drum-Sound hinbekommst und das Ganze ohne Einsatz von Samples oder sonst irgendwelchen komplizierten Tricks. Ich zeige dir jetzt mal den Mix, den ich dafür vorbereitet habe. Zuerst hören wir den ganzen Instrumentalmix, dann nur die Drums und dann nur die Bassdrum und dann erkläre ich dir im Anschluss, wie ich das Ganze gemacht habe. Okay, die Kamera ist in der Zwischenzeit abgestürzt. Jetzt mal nur die Drums. Jetzt nur die Bassdrum alleine. Okay, das ist jetzt die fertige Bassdrum, so wie ich sie im Mix verwendet habe, mit allen Plugins aktiviert. Ich zeige dir jetzt mal, wie das rohe Audio klingt, ohne Plugins. Du merkst schon, wir kochen alle nur mit Wasser und wie ich diese Bassdrum jetzt so hinbekommen habe, wie sie vorher geklungen hat, zeige ich dir jetzt. Den größten Einfluss auf den Sound hat hier definitiv der Equalizer aus diesem SSL Channel Strip Plugin. Ich zeig dir mal, was es macht. Ich fange gleich mal mit dem wichtigsten Schritt auf diesen Equalizer an und zwar betrifft das die unteren Mitten und du siehst schon, ich habe hier bei 700 Hertz minus 15 dB rausgenommen. Ich zeige dir mal, was dieses Band macht. Der Bereich zwischen 700 und 800 Hertz klingt bei den meisten Rock-Bassdrums hier nicht besonders gut und erinnert eigentlich eher an eine Schuhschachtel als an eine Bassdrum. Deshalb bin ich hier überhaupt nicht schüchtern und drehe einfach raus, was das Zeug hält. Und das macht schon mal einen riesen Unterschied aus. Das einzige, was ich hier noch mache, ist ein kleiner Boost bei 60 Hertz. Das klingt dann so. Das ist ohne. Und hier oben noch ein kleiner Boost zwischen 8 und 10 Kilohertz. Hier habe ich noch einen High-Pass-Filter bei 40 Hertz gesetzt und das verhindert zusätzlich noch das ungewünschte Rumpeln, das man auch in einer Bassdrum nicht braucht, ins Signal durchkommt. Den Kompressor auf diesem Channel Strip Plugin verwende ich in diesem Fall hier gar nicht, aber mit diesem Gate hier unten räume ich ein wenig die langen Zwischenräume zwischen Bassdrum-Schlägen auf, damit hier nicht zu viel von den Becken oder Snare Drum Bleed hineinkommt. Ich zeige dir mal, wie es klingt. Ohne Gate. Mit Gate. Wichtig bei dieser Einstellung ist, dass wir eine relativ schnelle Release-Zeit haben, hier ungefähr 0,16 Sekunden, also 160 Millisekunden.
Und was hier auch noch wichtig ist bei dieser Einstellung, ist, dass ich das Gate nicht auf die aggressivste Weise eingestellt habe. Ich zeige dir mal, wie das klingen würde. Wenn man hier beim Range-Regler ein wenig zurücknimmt, arbeitet das Gate nicht ganz so auffällig und das Ganze klingt ein wenig natürlicher. Ich nehme hier mal ein wenig zurück und du wirst gleich merken, was ich meine. Und das war es eigentlich auch schon mit diesem Plugin. Vergiss nicht, der wichtigste Schritt war hier definitiv das Rausnehmen der unteren Mitten. Die Hauptgründe, warum ich gern mit Channel Strip Plugins wie diesem hier arbeite, ist definitiv einerseits natürlich, weil man alle Funktionen in einem Plugin vereint hat und nicht drei oder vier verschiedene braucht. Und andererseits aber auch, weil man in anderen EQ-Plugins zum Beispiel sehr stark und schnell an sich zweifelt, wenn man große EQ-Schritte wie diesen hier macht. Ich habe hier auch ein anderes Plugin vorbereitet und die gleichen EQ-Einstellungen hier reinkopiert, wie ich es beim SSL Channel Strip eingestellt habe. Und du siehst ja schon, es würde dich wahrscheinlich einiges an Überwindung kosten, einen EQ so einzustellen wie den hier, weil es eigentlich schon mal irgendwie falsch aussieht. Und das hält dich dann eigentlich davon ab, die notwendigen Schritte zu setzen. Deshalb verwende ich hier eigentlich sehr gerne diesen Channel Strip. Als nächstes ist mir dann eine kleine Resonanz aufgefallen, die mich gestört hat. Die habe ich hier mit diesem Equalizer entfernt. Dafür ist diese Art von Equalizer wieder perfekt geeignet. Du merkst schon, hier schaukelt sich was auf. Wir gehen jetzt nochmal zurück zum SSL Channel Strip und beurteilen im ganzen Mix, ob unsere Entscheidungen richtig waren und ob wir eventuell hier bei den tiefen Frequenzen oder bei den Höhen noch ein wenig nachregeln müssen. Und du merkst schon, die Bassdrum kann ja ruhig noch ein wenig Höhen vertragen, damit sie sich im Kontext vom ganzen Mix noch ein wenig besser durchsetzen kann. Mach solche Anpassungen aber bitte unbedingt immer nur im gesamten Mix, weil du sonst sehr viel Zeit damit verschwenden wirst, den perfekten Bassdrum-Sound zu suchen, den du in Solo aber niemals finden wirst. Was mich hier an dieser Bassdrum vor allem im Kontext vom ganzen Mix noch ein wenig stört, ist, dass sie untenrum ein wenig zu lang klingt und vor allem dadurch im Gesamtmix ein wenig undefiniert wird. Hier gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Am schnellsten und am einfachsten geht es mit einer Art Transient Designer. Hier gibt es verschiedenste Plugins. Das Grundlegende, was alle Transient Designer Plugins gemeinsam haben, ist, dass man Attack und Sustain regeln kann. Attack sind die kurzen Attacks bei einer Trommel und Sustain ist der Nachklang. Was hier bei diesem Plugin von Elijah, nämlich dem Envelope, besonders toll ist, ist, dass man frequenzbezogen arbeiten kann. Das heißt, man kann hier zum Beispiel bei dieser Bassdrum festlegen, in welchem Bereich wir weniger Sustain und in welchem Bereich wir zum Beispiel mehr oder weniger Attack haben wollen. Und wie ich vorher schon gesagt habe, stört mich bei dieser Bassdrum hier noch ein wenig, dass sie untenrum ein wenig zu lang klingt und jetzt habe ich hier einfach mit dem Sustain-Regler die Länge zurückgenommen. Ich zeige dir mal, wie das klingt, zuerst ohne und dann mit. Und hier mit dem Attack Band habe ich noch ein wenig Attack dazugegeben. Wir hören das Ganze wieder im Kontext mit dem ganzen Mix an, dann kannst du dir besser vorstellen, welchen Einfluss das Ganze hat.
viel besser und es ist jetzt wesentlich definierter als vorher. Das Einzige, was ich hier zum Schluss noch mache, ist, dass ich die Lautstärkenunterschiede zwischen den Bassdrum-Schlägen hier noch ein wenig kontrolliere. Du siehst hier vor allem, wenn ich hier die Wellenform ein wenig größer mache, dass die Bassdrum deutliche Dynamikunterschiede hat, zum Beispiel hier von diesem Ausschlag her zu diesen leisen hier. Das ist ja prinzipiell eine gute Sache, aber gerade bei einem Rockmix ist es wichtig, dass sich alle Bassdrum-Schläge gut durchsetzen. Und deshalb verwende ich hier ein einfaches Limiter-Plugin. Und damit nehme ich die großen Spitzen hier ein wenig zurück. Ich zeig's dir mal. Und wie du hier bei der Gain Reduction Anzeige siehst, arbeitet der Limiter nur bei den wirklich lauten Schlägen und die leisen Schläge kommen unbearbeitet durch. Mit dem Out-Sealing Regler hebe ich dann den Gesamtpegel ein wenig an und alle Schläge können sich wunderbar durchsetzen. Ich zeig's dir mal mit und ohne. Ziemlich cool, jetzt klingt es nach richtiger Rock-Bass-Drum. Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen, sodass auch du den perfekten Rock-Bass-Drum-Sound in deinen Produktionen hinbekommst. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über ein Like und noch mehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du generell in Drum-Recording und Drum-Mixing interessiert bist, würde ich dir empfehlen, dass du dir meinen Drum-Mixing-Workflow-PDF holst. Darin findest du, wie du noch schneller in eine Aufnahmesession starten kannst und auch viel Zeit beim Mixing sparst. Also dann, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.